Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Garten. Schick ist es und schönes Wetter haben wir auch. Mit uns spielt auch die Mathilde. Hallo. Ist da schon wieder Gras gewachsen? Hier wird doch mal alles abgehackt. Das Gras wächst mir hier zu schnell. Man hört es regelrecht wachsen. Hast du Glück, du kleine Ratte. Yes! Ist er ja kurz hochgesprungen? Ich bin leider etwas verletzt. Ich weiß nicht, warum. Was könnte denn daran liegen, dass hier mich jemand gepikst hat? Hier ist ein Arschlochkäfer, der war das. Der Arschlochkäfer kommt aber nicht zu uns nach oben. Doch, der war das. Nee, es ist Folgendes passiert. Kurz vor der Aufnahme war ich noch... Wusste Heinrich nicht mehr, dass wir hier keinen PvE, sondern PvP haben. Ja, ich habe aus Versehen, so wie man das so aus Versehen, so linke Maustaste gedrückt und habe ich ja die Mathilde erwischt und ja, er hat mich aus Versehen gepiekst, weil er mich aus Versehen nicht gesehen hat. Ich habe aus Versehen mit der linken Maustaste drauf gedrückt. Da kann mal passieren. Ups, da bin ich aus Versehen auf die linke Maustaste gekommen. Soll ich mal auf die rechte Maustaste kommen? Nein. Gut. So, haben wir das geklärt. Das ist hier kein Spiel mehr. Das ist hier ernst. Du, lass meinen Stab da liegen. So, ich glaube, die Eule hat mal wieder was Nettes in den Kommentaren geschrieben. Und zwar gibt es wohl ein Unterwasserlabor. Ja, du hast ja auch nachgeschaut, wo das wohl wäre. Im Teich. Jetzt weiß ich nicht, was hier als Teich deklariert ist. Ich würde den Teich als das Große da definieren. Mit dem B, ja? Nee. Beta? Dass das hier direkt vor unserer Haustür ist. Das mit den Steinen eingesäumt ist. Ja, das könnte auch sein, ja, genau. Dann treffen wir uns mal da. Ich hoffe, meine Atemluft reicht. Oder unsere Atemluft, besser gesagt. Wobei wir die rein theoretisch bei Burgle, glaube ich, sogar aufbessern könnten. Ja, bei Burgle kannst du alles aufbessern. Oh, dieser Grind, dass man da diese Wissenschaftspunkte so aus... Oh. Das ist aber hier ein Sumpf und kein Teich. Ja, ich bin hier am Teich. Ach, den? Ah, okay. Den gibt's ja auch noch. Stimmt, ich habe gerade irgendwie an den Sumpf gedacht. Und ich glaube, der Sumpf ist eine Schlammpfütze. Ja, für mich ist es ein Sumpf. Ich komme gleich. Ich gehe noch mal kurz an der was trinken. Haben Sie die Dose geändert? Ja, ich bin schon am Schwimmen. War das nicht mal eine andere Dose? Hm, egal. Ist da was zu trinken? Ja, yummy, yummy. Du bist schon ansonsten am sollten wir hier nichts finden. Wollen wir ja auch noch mal, können wir auch immer noch mal zu Burgle und uns Aufträge holen. Geben ja immer nicht so mega viel. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, wie tief ich tauchen muss. Oh, die Spinne ist ja schon. Ich sag mal hier draußen. Hallo Spinne, du Kackvieh. Also, weil wirklich tief tauchen können wir nicht. Du bist da. Ich renn mal nach weiter hinten. Was denn? Das war echt eng. Kann aber auch tatsächlich sein, dass das gemeint war, wo du bist oder was auch immer. Nee, das würde ich nicht als Teich deklarieren, was, wo ich war. Das ist definitiv Sumpf. Oder Pfütze. Bist du schon durchgesprungen? Ich schwimme mal hier am Rand. Vielleicht ist ja hier was. Mhm. Solange es hier keine Larven oder so gibt, bin ich glücklich. Dreckzeug. Weil tief können wir echt nicht tauchen, weil wir können nicht sehr lange in die Luft anhalten. Ja, aber ich glaube, es ist bestimmt so ein Eingang wie beim Heckenlabor, weißt du? Irgendwie so am Rand. Ja, ja. Aber man kann halt unten nicht so wirklich suchen, weil wir dafür nicht genügend Luft haben. Also ich kann hier gut aber sehen am Rand, ob da was ist. Aber er taucht so langsam.
Also hier ist auch Gott sei Dank... Oh, muss auftauchen. Es ist auch klar irgendwie. Also man kann gut runtergucken. Ja, ich gucke wieder hoch. Ja, ich gucke ja wieder hoch. Warum komme ich denn... Achso, ich bin noch gar nicht oben. Nein, ich verrecke. Ja, genau das ist das, was ich als Problem deklariert habe. Also da unten liegt auf jeden Fall schon mal ein Frisbee. Deswegen, weil wenn man nicht die ganze Zeit so nach oben guckt, geht man automatisch unter. Ja, meine Frisbee will ich nochmal angucken. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts. Vielleicht ist es auch so richtig ein großes Labor, was man einfach schon sieht, wenn man so ein bisschen taucht. Oder wir sind im falschen Teich. Ja, kann ja sein. Wir können ja gleich nochmal zum anderen laufen. Naja, und ich werde mir auf jeden Fall noch Zwischenaufträge vom Roboter holen. Wenn der auf dem Weg liegt, können wir das gerne machen. Ja, ich bin da ja jetzt gerade sozusagen an dem Teil der Eiche. Ja, und ich bin quasi 50 Meter von dir entfernt. 50 Meter? Naja gut, Zentimeter in diesem Spiel. Ich will den Frisbee sehen. Er hat ein Symbol, ich kann es nicht erkennen. Was soll das sein? Warte, ich guck's mir gleich nochmal an. Ich will mal kurz auftauchen. Hallo. Tauchen. Eine Sternkarte. Flying Man. Okay. Oh, ich sehe, ich habe einen Fleck auf meiner... auf meinem Monitor. So, es ist natürlich kacke. Fleck ist weg, Gott sei Dank. Sowas fuckt mich ab, wenn ich die ganze Zeit einen Fleck sehe im Spiel, quasi der auf meinem Monitor ist. Werde ich aggro. Na, wir können uns sowieso die trainierten Lungen noch nicht leisten. Na, wie viel kosten sie? 5.000? 10.000? 7.000. Und wir haben 5.800. Naja, wir müssen sparen. Ich trinke erstmal ein Smoothie. Ja, eigentlich sparen wir ja auf die Seilrutsche. Oh. Nein, ich habe das Essen nicht... Ah. Ich habe Essen vorhin gejagt, aber nicht aufgehangen. Ach, Heinrich. Egal, jetzt habe ich drei rohes Läusefleisch. Wir sind ja schnell, wir sind ja schnell, wir sind ja schnell. So, du bist schon weitergerannt, ja? Dann renne ich mal weiter. Ja, ich bin einmal kurz bei Bürgel rein, aber dafür bin ich nur einmal kurz aus dem Wasser rausgehüpft und jetzt hüpfe ich gleich wieder ins Wasser rein. Ich wollte sagen, ich wollte erstmal in deine Richtung, damit wir nicht so weit weg sind. Ich dachte, wir tauchen beide. Oh, Marienkäfer. Und ganz viele Ameisen. Cool, und eine tote Laus und eine Spinne und das sieht ja cool aus. Natur pur. Ich bin gleich bei dir. Hui, oh nein, die springt. Ach, da. Hui. Siehst du, ich wollte nur nicht, dass wir so weit auseinander sind. Ich habe eine Blattlaus. Ja, ich habe drei. So. Das ist auch die 14, die ich meinte, ne? Können uns das ein bisschen aufteilen. Der eine links, der andere rechts. Ich bin ja hier schon den ganzen Weg rechts lang getaucht bis hierher. Und hier bin ich aus dem Wasser raus. Achso, dann gehe ich jetzt hier rein, so. Deswegen, ich habe hier ja schon die ganze rechte Seite fast abgetaucht. Ich will auch nicht googeln, eigentlich. Nee, ich auch nicht. Da ist ja auch ein Frisbee im Wasser. Ja, das war der, den ich meinte. Nee, ist ein anderes Gewässer, oder? Nein, das ist dasselbe. Glaube ich. Dann schauen wir uns doch mal bei der Hecke hinten was an, weil hier sehe ich nichts, was auf ein Labor hindeutet. Aber vielleicht und diese Maus regt mich auf. Wann kriege ich eigentlich eine neue von dir, Heinrich? Wenn wir streamen und Donations verdienen. Das kann ja noch ewig dauern. Ja, ich hab's mir mal vorgenommen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Du kannst mir ja eine zu Weihnachten schenken. Nächstes Jahr? Dieses Jahr. Du kriegst doch auch was von mir zu Weihnachten. Ich krieg was von dir. Ja. Ah ja, stimmt, scheiße. Stimmt, ist das... Ja. Mist.
Habt ihr eine tolle Idee, was man Mathilde schenken kann? Schreibt es in die Kommentare. Das sind Spinnen. Da wollen wir nicht lang. Ich sehe aber gar keine. Links, du bist schon wieder ganz woanders. Minusch. Abkürzung. War schon weg. Ach, ich lass die Lausmarmel leben. Oh, Wassertropfen, Wassertropfen, Wassertropfen. Mehrere, hier ist auch einer. Bist du voll, weil hier ist noch einer? Ich bin voll gesoffen und mein Dings ist auch voll. Also da links... ist ein Arschlochkäfer. Ja, ich glaube, wir brauchen noch Arschlochkäferteile. Ich will auch doch einen ausstopfen. Wir haben noch ganz viele Arschlochkäferteile. Wir haben auch einen Arschlochkäfer vor der Haustür. Ja. Das spawnt ja wieder immer. Ach ja, wir haben noch den Krötensumpf und die Schaufelschlucht, die wir hier machen. Also, als Mission. Ja, ja, ja. Komm mal, ja. Ich will aber erstmal tauchen. Ja. Yes! Ich liebe es schwer. Das Gute ist, wir sind hier in der Nähe von unserem zweiten Lagerfeuer. Hatten wir da auch was zum... Ah, schade. Aber ich glaube, ich hau uns dann mal zwei einfach auf den Grill. Jo, mach mal. Okay, das ist jetzt hier erstmal alles erniedrig. Nee, Rüsselkäfer, ich lasse dich mal am Leben. Die Ameisen müssen auch was zu essen haben. Wir müssen uns beeilen, glaube ich. Die Sonne geht bald unter. Hier ist jetzt ein bisschen tiefer. Weil ich glaube, die Fackeln funktionieren unter Wasser nicht. Nee. Also die Leuchtschleimfackeln, die funktionieren bestimmt unter Wasser. Ah, stimmt. Gibt's ja hier auch. Aber die sind auch extrem schnell alle. Aber ja, ich glaube, hier können wir gleich aufhören zu suchen. Ich hatte sogar noch Essen. Ups. Ja, ich habe Eichelbrocken mit. Eichelbrocken sind immer meine Wegzehrung. Hier wird es jetzt... jetzt wird es langsam echt zu dunkel. Menno. Echt? Jetzt schon im Wasser? Wasser ist es tatsächlich ziemlich düster, ja. Hier, dieses Wasser ist ja auch dreckig. Ja, braunes Ekel-Kackwasser. Weil das ist halt... Ich sehe gerade... War das ein Teil? Kannst du mal auf meinem Bildschirm gucken? War das ein Teil von dieser Station, ja, ne? Ja. Weil die Schüssel habe ich gar nicht in Erinnerung. Fliege, du. Ja, das ist Dunkelwasser. Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich auch nicht... Abgesehen davon, dass es echt dunkel ist. Aber ich glaube, das ist normal so. Ach nee, Wasserfloh, du hast Glück. Ich habe gerade keine Lust, dich zu hauen. Gibt's da was Tolles, wenn man die haut? Na, Essen. Na, ich habe genug. Wahrscheinlich war doch tatsächlich der gemeint, den bei dem du warst. Ich komm mal zu dir. Pass auf, die hat es bestimmt in den Kommentaren genau geschrieben, in einem anderen Kommentar, nicht den ich gelesen habe. Das ist gut. Oder möglich. Er ist einfach gut versteckt. Das ist. Ja. Kann ja hinter so ein Ast sein oder Grashalm. Whatever. Muss auftauchen. Also hier sind auf jeden Fall erstmal vor allem viele Wasserflöhe. Ja, die finde ich scheiße. Das sind die Larven, die ich meinte. Und er sieht mich auch. Ah, scheiße. Vielleicht sind sie auch da, diese scheiß Eingangspisse. Oh. Na, hängst du? Ne, der hängt nicht, scheiße. So, du fucking Larve. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck Tee. Ja, der ist noch heiß, genau. Da kommt, glaube ich, schon die nächste, oder? Ah,
Weil das Gebiet ist ja nicht klein, was wir hier gerade haben. Nee. Nee, das kann unter so einem Platz sein, das muss ja so... Ah, scheiß Klee. Hm, ich gehe erstmal zu unserem Lagerfeuer und lese mir auch nochmal in Ruhe den Kommentar durch. Mach mal, ich suche weiter. Mach das. Oh, jetzt ist hier aber schön viel Wasser. Wo? Na, hier an unserer Baustation. Ah, jetzt, wenn es dunkel wird, ist echt scheiße im Tauchen. Ja, sonst müssen wir eine Pause machen, während es dunkel ist. Dann können wir den Kommentar nochmal lesen oder nochmal gucken. Weil wenn wir jetzt hier die ganze Zeit natürlich nur rumhocken, müsst ihr uns ja nicht suchen. Ja, rumhocken ist doof. Außer du hast eine tolle Geschichte zu erzählen, die wir machen können. Oh, ich sehe hier eine Markierung, die ich setzen kann. Oh, super. Das ist nämlich quasi bei dieser Actionfigur hier. Ja, das ist der Krötensumpf. Ah, der Krötensumpf hing der Kröte. Oh, du Kackmarkierung. Ich arbeite dran. Vielleicht sollten wir auch mal ein Reaction-Video machen. Worauf willst du denn reagieren? Ich weiß es nicht. Wir reagieren auf die Reaktion anderer. Keine Ahnung. Ah, ich brauche Clay. Ach, ich sehe gerade, dass Eule uns geschrieben hat, dass sie gerade einen Turm baut zum Haus hoch beim offenen Fenster. Auch eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich glaube, die klauen wir dir, liebe Eule. Ja. Die ist geklaut. Vielleicht kommt man da hoch und kann was Tolles machen. Was brauche ich denn noch? Was habe ich denn? Warte mal. Klee. Ja, klar. Oh, ja, scheiß Klee. Ja! Inventar ist voll. Hm. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Jetzt nicht mehr. Ja, nee. Also Eule, wenn du noch mal genau weißt, also sollten wir es nicht finden, dann sag uns doch noch mal genau, wo das Unterwasserlabor ist. Wenn wir es in dieser Folge nicht mehr finden. Soll ich da irgendein besonderes Symbol machen? Grün für einen Frosch? Oh. Haben wir irgendwas Froschähnliches? Ach komm, ich mach da einen Stern draus. So. Ich will, dass es ein positives Symbol ist und kein negatives. So, Ups. Nein, ah! Hallo? Ah, ich bin... Ah! Auf die fucking Windows-Taste gekommen. Du auch? Nein, ich bin rausgeflogen. Okay, dann machen wir einen Break. Bis gleich. Ach so, warte, ich komme gerade wieder rein. Ach so. Ich will jetzt wissen, wo das ist. Jetzt ist mein Spiel beendet. Ich mache hier nichts. Wir können trotzdem eine kurze Pause machen, bis die Sonne wieder da ist. Wir beraten uns, ja, wie wir weitermachen, ob wir noch nach oben links zum Teich gehen oder ob wir uns auch dem offenen Fenster widmen, weil ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Aber warten wir erstmal. Also, bis gleich.
So, jetzt hat sich aber hier der Fehlerteufel eingeschlichen. Oh, Ameisen! Ach ja, du bist ja kein Freund mehr der Ameisen, ne? Nein, ich hab ja nichts mehr. Also, folgendes ist passiert. Mathilde ist aus dem Spiel geflogen und hat all ihre Sachen verloren. Übrigens auch alles, was ich bis jetzt an Mutationen, Errungenschaften hatten. Wir haben es versucht dadurch zu klären, dass Heinrich einfach einen älteren Spielstand nochmal neu geladen hat. Hat aber nichts gebracht. Nee, wir haben mit zwei Spielstände getestet, glaube ich. Egal, hat aber beides nichts gebracht und ja, jetzt ist Mathilde wieder bei Null. Und ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Das Heckenlabor haben wir jetzt nicht gefunden. Wir haben, ich habe kurz gegoogelt und habe auch gesehen, dass es auf dem Beta-Server war. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon auf dem normalen Spiel schon drin ist, aber das sah ja auf dem, was ich da gesehen habe, so ein bisschen anders aus als das, was wir hier haben. So mit Lotusblüten, was das für ein Zeug das war und irgendwie ein Vieh, was auf dem Wasser laufen kann. Was habe ich ja nicht hier gesehen. Vielleicht kommt das ja erst noch. Ich glaube, ich brauche mehr den Pelz. Weil dann brauchen wir ja auch irgendwas zum Tauchen, also... No. Schwimmflossen oder Tauchermaske oder ein U-Boot. Mein Minzhammer, glaube ich. Oh. Oh nee, wir hatten einen Insektenhammer, glaube ich, nur. Aber ich brauche Mimpel. Ah, da ist Mimpel. Ja, wird die Folge irgendwie nichts Besonderes werden. Aber wir werden erstmal, wenn wir das Unterwasserlabor nicht gesehen, hinkommen. Scheiße. Oh, ich will da hoch, du. Schnapsbirne. Werden wir jetzt dann doch mal die Idee klauen von, ey, der Wissenschaftspunkt ist ja gar nicht mehr da. Und zwar werden wir dann auch da eine Treppe hoch der Veranda oder zum Fenster dahin basteln. Ja, damit fangen wir an, würde ich sagen. Da haben wir wieder gut zu tun. Wenn du dich so ein bisschen wieder ausgerüstet hast. Ja. Ja, ich glaube, dann wird die Folge auch nicht allzu lang werden. Also, du brauchst jetzt wieder ein bisschen Ausrüstung, musst dich. Können wir jetzt nicht so viel machen. Ja, es ist gerade echt ein bisschen blöd. Ja, passiert. Ist halt Early Access, ne? Also. Ja. Aber wie gesagt, oh. Ich bin hier weg. Wenigstens kann ich Insektenbogen herstellen. Ist der besser als den, den ich habe? Du hast einen Insektenbogen. Gut, wo ist mein Zuhause? Muss da durch. Ich will mich nicht mit Spinnen legen, ich habe Angst. Ich habe keinen Flammenwerfer gegen Spinnen. Weil haben wir auch Gott sei Dank noch eine ganze Menge. Jo. Kann man noch nie genug haben. Dann kann ich ja mal nebenbei versuchen, so einen Arschlochkäfer auszustopfen. Mach mal. Einfach nur, um jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, anzuspucken. Haben wir eine Toilette? Nö, ne? Nö. Aber ich hätte gerne ein Plumpsklo, dass man so wie im Mittelalter, so an der Mauer, gab es ja immer so Scheißrinnen oder wie sie hießen. Dann hast du da am Rand der Mauer gekackt und das ist dann so runtergekullert. Und da müsste dann, ja, das, der Arschlochkäfer stehen. Dann kriegt er immer mal einen Pipi und Kacke ab. Dann weiß er, was ich von ihm halte. Ah! Alter! Du willst mich doch nicht schon wieder schlagen, nein, oder? Ich habe gerade auf E gedrückt, neben ESR. Und ich habe, ihr habt mich noch nicht im Real Life gesehen, aber ich habe fette Finger. Mein Finger... Der kann zeitgleich auf zwei Tasten drücken. So fett ist der. Und ich bin wirklich gerade so... Ich hab das eh nicht richtig getroffen und nebenbei noch das R gedrückt. Und dann, ja, mache ich die Tür auf und schmeiß einen Speer rein. Und erwische dabei fast Mathilde. Du hast aber volle Lebensenergie, ja? Mhm.
Kann ich die Waffen wegstecken? Oh ja, vielleicht sollte ich das mal tun. Dann ist dein Leben nicht so in Gefahr. Entschuldigung. Ich brauche noch geflochtene Faser und Madenhaut. Ja, ja, mach mal. Ich guck mal, wo ich... muss mir ja eine neue Trinkflasche machen. Wo kann man denn so einen Arschlochkäfer aufstellen? Kann man den auch so an die Wand machen? Gucken wir mal. Arschlochkäfer. Ah ne, ist ja Kunst. Ach, das geht nur in der Werkbank. Oh. Und ich brauche 10-mal Fliegenpilz. Das hört sich schlecht an. Oh, doch, Hammer. Haha. Und ich habe Essen. Muss ich mal aufhängen. Schaufel brauche ich noch. Ah, da ist noch eine. Kann ich reparieren. Perfekt. Hä, ich habe hier doch... So, dann habe ich die Schaufel. Ah, Insektenhammer brauche ich noch. Bärenleder, Baumwanzenbrocken und Kochdrüse. Hast du die Ameisenrüstung gebaut oder die von... Zum Teil gebaut, zum Teil hatten wir noch. Gut. Ach, ich brauche eine Kochdrüse, okay. Erstmal nehme ich mir die Kochdrüsen. Ich brauche nur eine. Haben wir überhaupt keine mehr? Die habe ich mir gerade geschnappt. Alle? Wir brauchen Bärenleder. Vorher kann ich mir keinen Hammer machen. Warte, ich pack sie zurück. Ich will nur eine haben. Kann ich eine nehmen? Hä? Ja. So, was kannst du haben? Ja, ich brauche so oder so Bärenleder, also... Ja, dann gehen wir nächstes Mal an den Insektenlabor da und so, dann bauen wir da nächstes Mal was ab, so wollte ich sagen. War gerade wieder in Gedanken versunken. Ich wollte noch. Oh, ich habe einen Pilz aufgesammelt. Verzehrbare Gegenstände kannst du im Inventarmenü essen. I have limits. Ich habe auch Limits. So, ich will den irgendwie so an der Wand haben. Kann den nicht an die Wand packen? Ach, wie unkreativ von den Entwicklern. Oder so an der Decke, wäre auch cool. Da von oben einen runter. Ich will den nicht hier auf dem Dach haben. Ob die... Warte mal, ob die anderen Viecher auf andere Viecher, auf ausgestopfte Viecher reagieren? Ich habe keine Ahnung, aber mir fällt gerade auf, dass wir gerade fast keine Pflanzenfaser mehr haben. Ach, Pappelepapp. Nee, tatsächlich, wir haben nur noch 2 Stück. Ich habe die gerade alle aufgebraucht. Ich packe jetzt hier mal einen Arschlochkäfer hin. Auf dem Stein. Vielleicht spawnt hier keiner mehr. Ich bin Herr der Arschlöcher. Ja, genau. Wollte man hier nicht irgendwie posen? That's fine with me. Nee, das meine ich nicht. Nee, das ist was anderes. War bestimmt wieder bei Conan. Egal. Ich habe einen Arschlochkäfer aufgestellt. Das freut mich. Mich auch, aber nicht im Haus. Den Scheiß will ich nicht im Haus haben. Nee, das will ich aber auch nicht. Der kann schön draußen bleiben.
Eine Kriegerameise kann man noch machen. Wir haben eine Laus haben wir schon. Einen Rüsselkäfer, glaube ich. Nee, eine Milbe haben wir. Fliege könnte man auch noch mal machen. Da fehlt mir aber das Fliegenfleisch. So ein Pilz, Rüsselkäfer will ich nicht haben. Sieht eklig aus. Da steckt man sich bestimmt mit irgendwas an. Ach, so ein Rüsselkäfer könnte man auch. Oder müsste man viel für jagen? Ich glaube, so lange hält das Fleisch gar nicht. Ameisenkrieger könnte ich vielleicht noch aufstellen. Ich produziere gerade fleißig Pflanzenfaser. Nee, es fehlt ein Ameisenkopf. Das heißt, müssen wir mal Kriegerameisen eliminieren. Konnte man nicht auch normale Ameise, eine Arbeiterameise aufstellen? Das weiß ich nicht, das musst du gucken. Nur Kriegerameise. Rüsselkäfer. Vielleicht kann man es noch erlernen. Aber es ist ja nur Kriegerameise. Aber die will ich auf jeden Fall auch haben. Die, Jo. den Rüsselkäfer und eine Fliege. Dann haben wir da auch alles. Also diesen Pilz-Rüsselkäfer, den muss ich nicht haben. Der sieht eh so komisch aus. Da, wenn man dran vorbeiläuft, dann steckt man sich wahrscheinlich mit schon allen Krankheiten an. Bah. Zum Beispiel mit einem Pilz. Wahrscheinlich. Ist Pilz. wahrscheinlich auch so ein Pilz, der einen zum Zombie macht. So eine Pilze gibt es Ja. ja voll geil. Also ich Genau. liebe Parasiten. Die sind so cool. Es gibt so coole Parasiten. Ja. Also ich will sie nicht haben, ne? Also so ist es jetzt nicht, aber ich finde es faszinierend, dass es Parasiten gibt, die das Verhalten ihres Wirts komplett ändern. Voll geil. Also ich finde es mega spannend. Ja. Also wenn das nicht spannend ist, dann weiß ich nicht, was spannend ist. Ja, es ist interessant, aber weißt du, so Zombies sind fiktiv, aber die sind ja real, die Arschlöcher. Wofür brauchen wir jetzt nochmal Grashalme? Ich habe gerade einfach nur so unglaublich viele Grashalme gehackt, weil ich Pflanzenfasern haben wollte. Aha. Und da dachte ich mir, wenn ich da jetzt schon so viele Grashalme hacke, dann kann ich die auch einmal auf unseren Lagerplatz bringen. Ja, ist richtig. Vielleicht haben wir ja in ein paar Tagen wieder Bock, oben unser Dach weiter auszubauen. Zum Beispiel, vielleicht wollen wir den Turm noch höher machen. Ich laufe gerade falsch. Ich brauche hier gar nicht hochlaufen. Und dann haben wir da schon mal so einen kleinen. Ja. Vorrat. Genau. Das ist ja nie verkehrt, alles gut. Wenn die Sonne aufgeht, können wir ja zum offenen Fenster laufen. Ich weiß nicht. Oh, unser Aber das. Grasstapel ist voll. Vielleicht, ja, kannst du trotzdem draufschmeißen. Es bleibt liegen. Also, ich glaube, das lass mal nächste Folge machen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lange auch unsere Unterbrechung war. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch nicht mehr so lange diese Folge machen. Nö, würde ich auch sagen. Weil wir haben jetzt auch gerade nichts zu tun. Also wir gucken uns das da an und bauen da was, aber in der Nacht will ich da jetzt nicht hinlaufen Nee, das und. machen wir dann am nächsten Tag und das können wir dann in der nächsten Folge machen. Genau. Dann tut uns leid, dass es halt ja so eine Laberfolge wurde. Ja, ist halt so ein bisschen ärgerlich jetzt gewesen, auch dass auf einmal mein Zeug alles weg war. Also keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, du hast es Weiß auf ich jeden auch. Fall gut aufgenommen. Also, ich nehme sowas immer sehr schlecht auf. Darum, ich bin, glaube ich, ich wäre kein guter Spieletester. Wenn ich jetzt so an Myst Survival zurückdenke, ich hätte nochmal Bock, es irgendwann zu spielen, aber damals hat es mich tierisch abgefuckt. Da gab es mehrere Bugs, die mich einfach hintereinander weg gefickt haben. Und da hatte ich derbe die Schnauze voll. Ja, Also. also klar, es ärgert mich jetzt gerade wirklich, dass meine Ausrüstung weg ist Aber hey, wir haben. und dass meine Dingens weg sind. Hier, wie heißt es gleich, meine Mutation, die ich schon freigespielt hatte. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, okay, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, zumindest gefühlt nicht.
Und im Vergleich zu Conan, wenn ich daran denke, mir wäre das bei Conan in Level 20 meinetwegen passiert, dass mein Charakter komplett weg gewesen wäre. Da wäre ich wirklich angepisst ja, gewesen. Ja, die Dinger, die kriegst du ja wieder. Das haben wir auch nicht beachtet hier, die ersten 20 Folgen oder so. Also ich find's aber gut, du kommst schnell wieder. Wir haben ja das ganze Zeug an Vorrat. Du kommst ja schnell wieder hoch. Also, ja, und ich muss halt auch nicht die ganzen Rezepte neu lernen, weil wir das als Team wissen alles. Das ist es, glaube ich. Das ist gegenüber Conan ein Vorteil. Na, also sonst wäre ich definitiv angepisster. Also und dazu sage ich mir noch, okay, das Spiel ist einfach Early Access. Da kann sowas tatsächlich einfach mal passieren. Das ist halt noch nicht fertig. Es kann das auch, darf man immer nicht vergessen. Es kann auch sein, das haben wir hier noch nicht gehabt. Das kann passieren. Oh, was spiele ich denn gerade? Ich wollte es nicht nachgucken. After Survive oder sowas? So ein Strategie... Survival Aftermath oder so? Ja, ist genau. Das ist so ein Strategie-Survival-Game. Naja, Survival... Also die Welt ist untergegangen und du hast ein Aufbauspiel quasi. Ist natürlich auch Survival-Elemente drin. Aber ich musste jetzt dreimal von vorne anfangen, weil es dann ein Patch gab, dann gingen die alten Spielstände nicht. Und natürlich habe ich... Das Spiel kannst du immer wieder spielen. Aber, also was fass ich? Ihr wisst es nicht, aber ich bin alt. Ihr kennt vielleicht Stalker. Ja? Oder ihr kennt es nicht. Aber eure Väter können das Computerspiel Stalker. Es ist schon Jahre alt, aber egal. Damals habe ich da 20, 30 Stunden reingeballert. Okay, ich habe es damals illegal gespielt. Ist eine andere Geschichte. Dann kam ein riesiger Patch und die illegale Version, die ich hatte, ging nicht mehr. Oh, wie furchtbar. Ja, das ist jetzt aber... Ich finde das wirklich furchtbar. Weil ich habe da Sachen, also da gibt es ja so Geheimverstecke und so. Du findest ja... Ich habe dann einfach das Spiel original gekauft, dachte mir, hey... Die haben es verdient, das Geld zu kriegen, hab's installiert und hab versucht, die alten Saves-Dateien rüber zu kopieren. Ging nicht. Dann habe ich mit dem Internet geforscht und gesucht und meinten, ja, hier, wir mussten das und das umschreiben im Skript und das machen, dann geht das. Habe ich gemacht, da ging nichts. Dann konnte ich das ganze Spiel deinstallieren und aha! Hat mich das aufgeregt. Also natürlich wäre es auch passiert, wenn ich das Spiel legal von Anfang an gehabt hätte. Das war einfach so eine Änderung, da gingen die Save Points nicht mehr, das war scheiße. Egal, aber es war kein Early Access damals. Gut, egal, das war ein Ausflug in der Vergangenheit von alten Leuten für junge Kinder. Ja, und ich stelle mich immer schön hier brav auf den Stein, weil wenn ich auf unserem Hautzeug fliege, dann fliege ich durch die Map. Gut, dann bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ja, reingehauen. Macht's gut. Tschüss.